Willkommen zurück. Und wie ihr sehen könnt, es hat sich doch ein wenig was getan. Wir haben jetzt Level 3 erreicht. Ich habe also ein Level auftrainiert. Ich habe bei der Auflevelung die Ordenpunkte erhöht von 3 auf 6. Also können wir jetzt ein wenig mehr Orden tragen. Oder höherwertige Orden tragen. Und nun wollen wir ja auch mal hier reinschauen. Ist das hier jetzt die Geröllburg? Was sind denn das für seltsame Viecher da oben? Das geht nicht auf. Was sollen wir nur tun? Gute Frage. Wow! Was passiert hier? Ah, Hilfe! Wohl ein weiterer Zwischenboss. Wow, und die nehmen keinen Schaden? Ist ja sehr doof. Mal gucken, was Gumbrina sagt. Denn die scannt die beiden jetzt mal. Hopp. Das ist ein Karlkirk. Karlkirks sind Steinmonster mit imposanten Gesichtern. Also mein Typ sind diese Monster jedenfalls ganz bestimmt nicht. Maximal-KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 2. Ziemlich harte Brocken. Feuerattacken sind wohl auch wirkungslos, aber vielleicht helfen andere Items. Gut, dann würde ich mal sagen, wir haben doch schöne Powerblöcke. Mal gucken, ob es was bringt. Hopp! Ja! So leicht kann's gehen. Weitere 8 leicht verdiente Sternpunkte. Aber wenn man nicht weiß wie, ist es gar nicht mal so einfach, rauszufinden, wie man die beiden down bekommt. Aber geschafft ist geschafft. Und somit kann es weitergehen. Die Reise nach Jerusalem. Oder Geröllburg, wow. Knapp. Fast wurden wir überrumpelt. Von den fiesen Gumbas. Aber so sind sie für uns doch wirklich gar kein Problem. So, Gumbrina haut den anderen mal um. Hopp. Und so halten wir sie in Zaun. Denn Gegner, die einen schaden können, sind gute Gegner. So. Hasta la vista. Ach nee, noch nicht ganz. Jetzt aber. Aber die Frage bleibt weiterhin bestehen. Wo ist die Geröllburg? Die kann doch nicht so weit weg sein. Oder etwa doch? Erstmal weitere Münzen eingesammelt. Münzen sind wichtig. Wir haben bereits 74. Ich habe auch ein paar gesammelt in der Zeit, wo ich trainiert habe. Weil die Gegner lassen halt auch viele Münzen fallen. Also auch dazu ist Training immer gut zum Münzen sammeln. So. Nimm das. Und ich überlege auch schon, wo gibt es diese Insignien, also diese Sterne, mit denen wir unsere Teamkollegen aufleveln können. Ich glaube, die waren nur in den Verliesen. Also in den Dungeons quasi. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. So, hier geht's auch rein. Wow, weitere Gegner. Manometer. Hilfe! Okay, können wir die genauso besiegen? Wie die anderen beiden? Ich weiß gar nicht genau. Erstmal wieder scannen. Wie heißen die? Dornhart. Ein Steinmonster mit Dorn, also wirklich Dornhart. Maximal KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 4. Feuerattacken wirken nicht, Angriffe mit dem Hammer sind nicht allzu klug. Diese Biester können nicht sich wehren. Hammer und Sprünge fallen aus, bleiben also nur Items. Wirklich fiese Typen. Okay. Ein Powerblock haben wir ja noch. Und hopp.
Und damit war es auch mit denen. Und 12 weitere Sternpunkte tun uns auch gut. Und schon geht's weiter. Aber auch das scheint wohl noch nicht die Geröllburg gewesen zu sein. Das heißt, wir müssen noch weiter und weiter und weiter. Schub, dubi, dubi, wow. Hopp. Okay, das Doofe ist, wir müssen erstmal den Koopa umlegen, bevor wir uns um den Goomba kümmern können. Wir könnten zwar auf ihn raufspringen, aber so schlau wäre das wohl nicht. Hopp. Das heißt, wir bekommen Schaden. Ich hasse Schaden. Na egal. So. Adios, amigos. Wir haben schon wieder bald ein Level up. Es geht doch schneller als gedacht. Wenn man denn die ganzen Gegner hier mitnimmt. Ohne Feuerblume. Nehmen wir gerne mit. Na, komm her. Was haben wir denn hier? Ein Hotelgutschein. Damit können wir einmal kostenlos übernachten. In einem Totthaus. Ja, warum nicht? Hopp. Und der Koopa hat ein Dingens, ein Orden. Das heißt, erstmal kann er tot gehen. Dann kann er uns einen Orden geben. Wenn es gut läuft. So. Hopp. Oder top. So, der Goomba ist für uns gar kein Problem. Und damit kann unsere Reise auch geschwind weitergehen. Ja, ein toller Reim, nicht wahr? Finde ich aber auch. So, werden uns nun weitere Monster begegnen. Erstmal wieder Leben, das ist schön. Hier können wir unser Leben auffüllen für 5 Münzen. Also sowohl Blumenpunkte als auch Kampfpunkte, also KP. Ja, brauchen wir jetzt aber nicht, wir sind voll. Speichern können wir hier auch. Machen wir auch mal. Und dann... Oh, noch ein Gegner? Nee, oder? Das wäre richtig doof. Das sieht auch ein bisschen unangenehm aus. Hat auch einen leicht grimmigen Gesichtsausdruck. Wow, bitte? Was passiert denn hier jetzt? Müssen wir jetzt Angst haben? Oh, wie schön, wieder Besucher an diesen Mauern zu sehen. Der Grund deines Kommens ist in diese Burg ist mir wohl bekannt. Du bist auf der Suche nach dem Sonnenschlüssel und dem Mondschlüssel. Nun, da musst du gegen mich zum Kampf antreten. Solltest du gewinnen, so gebe ich den Weg zu den beiden Schlüsseln frei. Solltest du aber verlieren, so erwartet dich dein grausames Schicksal. Ein wahrhaft extrem grausames Schicksal. Hohoho, nun nimmst du die Herausforderung an? Aber klar. So sei es denn. Es gibt kein Entkommen mehr für dich. Wow. Geil, wir dürfen einen Quiz machen. Boah. Wer wird Millionär? Für Anfänger. Es ist soweit. Zeit für das große Geröllburg-Quiz. Du siegst, wenn du auf 5 der folgenden Fragen richtig antworten kannst. Wenn du aber 3 Fehler machst, erwartet dich ein grausames Schicksal. Kommen wir zu Frage 1. Welchen Schatz bergen die Mauern dieser Burg? Sonnenschlüssel, Sternebild, Prinzessin Peach, Luigis Unterwäsche. Ja, ich denke mal eher den Sonnenschlüssel. Wobei Luigis Unterwäsche wäre auch sehr toll. Oh, das ist richtig. Gut, das war eine leichte Frage, aber jetzt wird es schwierig. Es geht weiter. Jetzt kommt Frage 2. Wie viel kosten ein Pilz und eine Feuerblume im Laden von Blütenweiler zusammen? Du Scheiße. 8 Münzen, 10 Münzen, 12 Münzen,
20 Münzen. Ich weiß gar nicht genau. 12 Münzen? Richtig. Ja, ich glaube, Pilz 5 Münzen und Feuerblume 7, oder? Ja, muss wohl so sein. Das ist richtig. Gut, das war eine leichte Frage. Jetzt wird's schwierig. Geil, schon 2 Fragen richtig. Wie heißt der Bürgermeister von Blütenweiler? Kupfried, Jakob, Kupolas, Kuperich. Ich weiß gar nicht genau so. Ja. Wusste ich aber echt nicht genau. Hm, das ist richtig. Na los. Ganz einfach. Wo ist das Sternjuwel? Nogatzburg? Sicher? Ja, das wäre echt einfach. So, noch eine Frage richtig. Und wir dürfen uns 3 Fehler erlauben. Also das sollten wir doch packen, oder? Nimm dich in Acht. Jetzt wird's unfassbar schwer. Frage 5. Wie kommt man von Rohlingen ins Feuertal? Ah, mit der Röhre. Wow, geschafft. Wir sind der Held. Und wir haben nicht einen einzigen Joker gebraucht. Hm, das war richtig. Du hast 5 richtige Antworten. Du hast gewonnen. Ja. Bei solchen Fragen auch nicht sonderlich schwer. Hm. Verdammt, wie konnte ich nur verlieren? Gut, du magst passieren. Wird aber auch Zeit. Für solche Kinderspielchen haben wir doch keine Zeit. Wir müssen Prinzessin Peach müssen wir retten. Und wir müssen dafür das Sternjuwel finden. Hm. Toll. Können wir gleich nochmal speichern. Wenn wir gerade schon dabei sind. Und dann geht's weiter und weiter und weiter. Haben wir jetzt hier die Schlüssel? Wow. Was für ein seltsamer Ort hier. Und hier haben wir den Multisprung. Das richtige Action-Kommando trifft alle Gegner in Reihe. Ein Orden? Können wir auch gleich mal, ja, anlegen. Wir haben ja genug Ordenpunkte. Und dann mal hier lang gehen. Wow. Was sind denn das für seltsame Viecher? Mist. Gleich mal kaputt hauen. Bam. Und bam. Die halten aber ganz schön viel aus, oder? Na, jetzt geht's. Wow. Wow, verdammt. Also da ist das Timing auch gar nicht mal so einfach, wenn man abwehren sollte. Doof. Und das. Und schaffen wir ein Bingo? Ne, wir schaffen kein Bingo. Okay, wir scannen die mal. Gut gemacht. Und cool war es obendrein. Toll. Das ist ein Fuzzi. Fuzzis sind mysteriös. Man weiß nie, was sie denken. Maximal KP 3, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Beim Angriff saugen sie sich an dir fest und absorbieren deine KP. Okay, das Action-Kommando ist schwer. Wissen wir ja. Verdammt, schon wieder zu früh. Ey, wie mies. Na egal. Jetzt nimm das. Und zieh von dann. Also ich finde, 2 Sternpunkte sind doch ein bisschen wenig, oder? Für solche nervigen Viecher. Schuh, die du. Ah, lass mich in Ruhe. Ich denke mal, einen von denen können wir mal liegen lassen. Und krallen uns den Mondschlüssel. Ein Stein in Form des Mondes. Wow. Und da haben wir weitere Monster. Wow, 4 Stück auf einmal? Wow, das ist mies. Echt mies. Und das Viech da hinten hat ein Item. Also gleich am besten erstmal das Viech kaputt hauen. Hab. Und der gibt 3 Erfahrungspunkte. Ha!
Und diesmal hat's geklappt. Verteidigung. Das war wieder zu früh. Manometer. Ich bin echt nicht gut in Übung hier. Das ging wieder einigermaßen. Hopp. Mal ganz ehrlich, 4 Stück auf einem Fleck. Ist doch wirklich sehr, sehr nervig, oder? Aber immerhin geben diese jetzt 3 Erfahrungspunkte, die anderen waren nur 2. Oh, verdammt. Ach, wie peinlich. So. Schubububidubidu, schubidubidubi, babdi. Huch, was war das denn? Das war wieder ein Fauxpas meinerseits. Aber da wir eh nur einen pro Runde kaputt machen können, ist es ja egal. So. Haben wir das auch geschafft? Das sind ganze 12 Erfahrungspunkte mehr. Haben oder nicht haben. Juhu. Mann, sind wir gut. Okay, 2 Blütenpunkte brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Okay, du kannst uns in Ruhe lassen. Ja. Okay, und dann geht's weiter. Denn hier rechts haben wir auch noch eine Tür, die wir begutachten können, die wir durchschreiten müssen. Ja. Lasst uns in Frieden. Friede sei mit euch. Oder auch nicht. Und da haben wir den Mond. Quatsch, den Sonnenschlüssel. Ein Stein in Form der Sonne. Und natürlich weitere Viecher. Wie soll's auch anders sein? Und auch hier sind's gleich 4. Verdammt, ich trinke gleich ein Bier. Was für ein wunderschöner Reim. Hopp. So, mal gucken, ob wir es jetzt schaffen, alle 3 abzuwehren. Einen haben wir geschafft. 2 haben wir geschafft. Und Nummer 3 folgt sogleich. Ja, langsam habe ich es wieder drauf. Mit den Fuzzis hier. Nimm das. Schubidubidu. Schubidubidu. So. Langweilig. Verdammt. Ja, doch nicht so langweilig, wie ich dachte. So, wir können gleich einfach mal aus Witz einen Pilz nehmen. Brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber da ich ja eh nur begrenzt Platz habe in meinem Item-Menü, kann ich auch gleich mal einen Pilz versuchen. Verbrauchen meine ich. Versuchen nicht. Aber ich frage mich, warum diese Fuzzis 3 Erfahrungspunkte geben und die anderen nur 2. Das sind doch dieselben, oder nicht? Tja. Es gibt Sachen, die muss man nicht verstehen. Aber, meine Lieben, wir haben ein Level Up. Juhu. Ach so, dann brauchen wir doch keinen Pilz. Denn wir werden ja automatisch wieder belebt. Also wieder aufgeheilt oder wie auch immer. So, jetzt können wir mal die Blütenpunkte aufleveln. So, und ich würde auch sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter. Und bis dahin, macht's gut.